Hey ho, meine Lieben. Tja, wieder Video alleine. Was mache ich mir heute? Ich mache mir aus den Kürbisresten eine Kürbiscremesuppe, sozusagen noch, ja, nachträglich zu Halloween noch mal was. Und du bist damit einverstanden? Na klar, leg los. Tja, dann habe ich mir ja ein klitzekleines Rezept rausgelassen als Vorlage. Wird natürlich gewaltig abgeändert und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche. Tja, hier haben wir dann schon die klitzekleine Übersicht zu ziemlich allem, was ich verwenden werde. Ich denke, dass ich alles verwende. Bacon in ausreichenden Massen, Muskatnuss, ja, hier einen halben Kürbis, ein Hokkaido, die Schale schneide ich aber jetzt trotzdem noch runter, schädlich komplett fertig, auch wenn man sie eigentlich mitessen kann. Salz, Pfeffer, ein bisschen Schlagsahne, Creme fraiche, Gemüsebrühe, bisschen Petersilie noch für nachher. Mein Butterschmalz hat mir irgendjemand hier aufgebraucht, nehme ich hier das Zeug. Tja, und damit es ja auch eine schöne Suppe wird, nehme ich heute den hier zur Hilfe, weil der Pürierstab noch bei Manu ist. Genau. Hat sie aber gesagt, soll ich das nächste Mal mitnehmen. Gut, dann noch ein kleines Creme fraiche und noch eine Zwiebel. Wo fange ich jetzt an? Zwiebelschälen klein hacken, Kürbis klein schnipseln und dann geht's auch schon ab in die Pfanne. Und lasst euch nicht irritieren, ich habe mal so ein komplettes Sackel mit verschiedenen Zwiebeln gekauft. Da waren weiße, rote, gelbe drin und ich habe mich halt jetzt gerade für die weiße entschieden, die zu nehmen. Die schneide ich jetzt hier bloß mal etwas kleiner. Weil ich bin ja jetzt nicht ganz doof, wenn ich das Ding eh schon da habe und in Verwendung, dann kann ich auch schnell die Zwiebel damit etwas kleiner hacken. Diesen kleinen Küchenhelfer habe ich eh, glaube ich, fast zu wenig im Einsatz. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass es nicht wieder Mus wird. Ja, ein bisschen noch. Zweimal noch. Einmal. Zweimal. Jawohl. Ja. Und es kommt jetzt schon in die Pfanne. Und tun wir anbraten. Und dann wird noch der Kürbis geschält, fertig geschält und gewürfelt. Und der kommt dann gleich hinterher. Aber wir gehen jetzt schon mal rüber zur Pfanne. Den Originalschaber weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo der ist. Dann nehmen wir halt das andere Teil hier schnell und die Zwiebeln tun wir kurz andünsten, bevor dann der geschälte und klein gehackte Kürbis mit reinkommt. Und genau dann mit dem Kürbis hole ich euch wieder hinzu. Oder legt, kurz angeschwitzt ist es definitiv. Teilweise sogar schon braun. Dann hauen wir jetzt den Kürbis mit rein. Den habe ich jetzt hier nur zum Rübertransport hier schnell reingetan. So. Und dann muss ich noch schnell eine Gemüsebrühe ansetzen. Hier kommt noch etwas von dem Zeug mit rein. Und dann tun wir das nochmal, ja, ein paar Minütchen anschmoren. Und dann kommt hier ein bisschen Gemüsebrühe mit dazu. Wird dann, lassen wir danach dann etwas abkühlen und dann wird gemixt. Leicht angeschmort ist es. Jetzt habe ich mir hier, ja, knapp 500-600 Milliliter Brühe angesetzt.
Wenn ein bisschen was verdampft, ist das kein Problem. Ist vielleicht doch ein bisschen viel. Tja, und so lassen wir das jetzt erst einmal dahin köcheln, dass das Kürbisfleisch schön weich wird. Und genau so lassen wir das jetzt ein bisschen dahin köcheln, um das dann abkühlen zu lassen, etwas zum Pürieren oder Mixen oder Zwirbeln oder Hacken. Naja, ihr werdet das dann gleich sehen. Und das ist auch von der Gemüsebrühe, sollte es von der Stärke her passen. Jetzt hauen wir gleich noch ein bisschen Muskatnuss geriebene rein. Ob ich Salz und Pfeffer hinterher, nachher dann später noch reinhaue, das entscheide ich ganz am Schluss. So. Herd habe ich übrigens schon ausgeschalten. Ein bisschen einreduziert ist das Ganze jetzt auch. Und jetzt lasse ich das Ganze erstmal ein klein bisschen abkühlen. Und wenn es klein gemixt ist, püriert ist, kommt es in den Topf rein. Und dann brauche ich ja die Pfanne noch für den Bacon, weil satt werden will ich ja auch davon. So, Löffelchen und probieren. Gut, lecker. Muskatnuss reicht, was ich neu habe. Jo, dann wollen wir hier mal das Punchen anfangen. Der Pürierstab, wie gesagt, den habe ich dann in 2 Wochen. Ups, habe ich jetzt ein Zeitlimit verraten? Nein, ihr habt es ja jetzt weggehört, gell? Dann so da rein. Dann schmeißen wir das Teil hier an. Ah, springt wieder nicht an. Mann! Oh, wenn das nicht schön cremige Soße ist. Geil. Rest noch, so ich da nicht treffe. So, das ganze Teil spüle ich jetzt ganz kurz aus und dann sehen wir uns hier schon wieder. Wie gesagt, kurz abgespült, nicht sauber gewaschen. So, da kommt jetzt mein Bacon rein. Ein bisschen kleiner will ich den haben. In der Zwischenzeit kann ich hier schon wieder ein bisschen was von dem Zeug hier reinkippen, reinschmeißen. Da wird einfach der Bacon besser, meines Erachtens nach. Weil das Teil schafft sogar Bacon. Juhu. Na. Jo, das reicht schon. Teilweise ist er kleiner, aber ich will ja auch jetzt kein Bacon-Mousse haben. Jetzt gehen wir wieder auf die Pfanne. Und hier brutzeln wir uns jetzt noch den Bacon schön an. Der kommt dann
Mir fällt da gerade noch was ein. Der Bacon ist das Vorletzte, was in die Pfanne kommt. Mhm. Weil ich mir jetzt noch Toastbrotwürfel, 2 Scheiben, und die danach auch noch brutzel. So als Crostinis oder wie man so sagt zu den Dingern. Oh, wie das brutzelt. Und den Bacon lasst ihr für euch so lange in der Pfanne, wie ihr den haben wollt. Die einen wollen ihn richtig knusprig haben, die anderen nicht so. Und ja, genau nach diesem Auswahlverfahren werde ich mein Bacon nachher auch gleich wieder rausholen. Mann, red ich heute geschwollen. So, Leute. Mein Bacon ist soweit. Ganz leicht angekrost. Das reicht mir. Dann hauen wir den gleich einmal da drüben rein. Möglichst ohne den Butterschmalz-Dings da, Ersatz, was ich da unten drin habe. Alles ab in den Topf. Na komm schon. Ja, ich mache das so, ich will jetzt nicht noch mehr Geschirr einpanschen. Müsste ich ja nachher bloß alles wieder spülen. Da ist noch einer. Wieder einschalten hier. Und die brutzeln wir jetzt auch einmal schön an, dass die auch halbwegs kross werden. Weichen ja nachher von der Suppe eh auf. Schön vollsaugen lassen hier. So. Dann tun wir die schön anschmoren. Und dann kommen die wieder in die Schale und dann ist das mit der Pfanne fertig und erledigt. So, leicht angeröstet, reicht vollkommen. Kann ich hier jetzt mal wieder ausschalten. Und dann tue ich die jetzt hier rüber. Ja, mache ich gleich. Oh Mann. Dann kann die Pfanne weg. Ich habe meine Krustis oder Crossis oder Crostinis oder wie auch immer man das nennen will. Und jetzt geht es mit der Suppe weiter. Tja Leute, dann kommen wir jetzt sozusagen zum großen Finale. Das sieht schon mal sehr gut aus. Indem wir erst einmal den Herd wieder einschalten. Schmeißen wir das Creme Fraiche hier rein. Verschenkt wird hier nichts. Nachher mit abspülen. Und mit dem gelben Sack. Also ich war jetzt echt am Überlegen, ob oder ob nicht, aber ich hau jetzt einfach die komplette Sahne hier noch mit rein.
Und gekleckert! Verdammte Axt, nicht einbraten, einbrennen hier. Einmal kurz aufköcheln lassen. Und dann sind wir fertig mit unserem Süppchen. Ein Kochlöffel wäre jetzt wahrscheinlich einfacher gewesen, um das Zeug aufzurühren. Oder einfach den kleinen Löffel hier. Tja, und fertig ist dann unsere Kürbiscremesuppe mit Bacon. Und genau so heißt ja das Video. Jetzt ist mir's eingefallen. Geil. Zum Schluss natürlich jetzt noch abschmecken, ob wir Salz und Pfeffer brauchen. Aber ich denke, bei den Zutaten ist es gar nicht nötig. Da braucht es gar nichts mehr. Boah. Also da kann ich mich nachher reinhocken. Leute, das sage ich euch. Ja, jetzt muss ich halt aufpassen, dass keine Schmandklümpchen noch drin sind. Gerade vorher hatte ich nämlich noch eins erwischt. Aber jetzt sieht es gut aus. Ja. Also wie gesagt, einmal ganz kurz aufköcheln lassen und dann ist fertig. So. Einmal kurz aufgeköchelt. Tja. Dann wollen wir hier mal. Na, wo ist jetzt mein Bacon? Dann komm jetzt. Da ist mein Bacon. So. Den Topf kann ich wieder rüberstellen dabei. Dann ein paar von den Crostinis oder Crossis. Ach. Von den Dingern halt da rein. Zum Schluss frische Petersilie habe ich nicht, aber eben die getrocknete. Tun wir halt auch noch ein bisschen was drüber. Das Äuglein ist ja bekanntlich mit. Voila, fertig ist meine Kürbiscreme-Bacon-Suppe. Oder Bacon-Kürbiscreme-Suppe. Naja, schauen wir mal, wie ich das Video ganz am Schluss nenne. Beziehungsweise nachher wieder am Anfang. Also für mich war das ja jetzt die erste Kürbiscremesuppe, wo ich jemals gemacht habe. Alleine. Und ich finde sie schon sehr lecker. Hervorragend. Noch besser wäre sie bloß geworden, wenn ich einen kompletten Kürbis verwendet hätte. Aber das war ja jetzt eine Resteverwertung. Schmeckt lecker nach Kürbis. Ja, da verwendet man halt mal so ein Gemüsebrühzeugsel. Man kann auch Rinderbrühe dazu verwenden. Also das ist gerade egal. Aber das schmeckt richtig lecker. Und ich gehe jetzt rüber an mein Plätzlein und tue mein Bäuchlein vollschlagen.
In diesem Sinne, wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.